habe mir einfach gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen New York, so mal meine Wohnung und alles Tolle und mache eine kleine Rundführung und ihr erlebt einen schönen Tag mit mir, hoffentlich. Und ich werde einfach immer meine Kamera dazu nehmen, die habe ich auch direkt hier liegen. Na, zum Beispiel so, genau. Und ja, jetzt zeige ich euch mal gerade erstmal, ja, wir können mal gucken, wie das Wetter draußen ist. Ich weiß nicht, ich probiere das mal. Hallo? Tag. So. So, das ist meine tolle Wohnung. Ach ja, die Fotos, stimmt. Das ist jetzt ein bisschen Action gemacht anscheinend. So, das ist jetzt meine Wohnung. Und, steht das hier richtig? So, andere Seite. Die ist eigentlich für New Yorker Verhältnisse ziemlich groß und hell, was ich mittlerweile mitgekriegt habe. Und das Tolle ist, ich kann sogar von meinem Fenster aus, man kann das sehen, das Empire State Building sehen. Okay. Da ist ein kleiner, auf dem Foto, was jetzt kommt, ist so ein kleiner Zipfel. Und wenn man sich ganz doll anstrengt, das ist allerdings mit diesen ganzen Fliegengittern echt schwierig. Okay, warte mal. Scheiße, nicht, dass mir die Kamera jetzt rausfährt. Man kann halt sogar, wenn man hier um die Ecke guckt, das ist das World Trade Center. Und das ist richtig. Scheiße. Okay, ja, wir gehen nochmal ganz kurz in die Küche. Und dann werde ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich muss mich ja dann erstmal frisch machen. Hier ist so eine Art Gästezimmer. Achso, jetzt habe ich den Blitz wieder ausgemacht. Wartet mal. Moment. So, okay. Das ist mein Gästezimmer. Und jetzt kommt noch die Küche. Die ist nämlich eigentlich echt ganz schön. Und wir scheinen wirklich Glück mit dem Wetter zu haben. Denn da ist richtig toll die Sonne. Ach du, nicht mach das. Ja. Yeah. So, Badezimmer brauche ich nicht. Wir sehen uns einfach nachher mal. Okay, nächste Station, das ist mein Haus. Jetzt habe ich hier gerade meinen Nachbarn Mel getroffen. Das ist Mel. Ja. And I take this the photo of him, so come on. Yeah. A Dutch Schwarzerman. Yeah. My friend. Is that Mulder and Fulda? That's my friend in Cologne. Yeah. Yeah. So we will show this in Cologne too. This is in New York. Okay. Are you going to look at the Roadrunners today? Yeah. Yeah. We will. Yeah. Yeah, it's coming. No, next to us. Yeah. Yeah. Bedford Avenue. Yes. Cool. So ein richtig klassischer Subway So, kommen wir jetzt mal zu den richtigen New Yorker Klischees. Die Brooklyn Bridge, die ihr aus 1000 Filmen schon kennt. Ich hoffe, ihr hört mich. Das ist einigermaßen geht. Ich mache jetzt einfach mal random Fotos sozusagen, dass wir einfach mal den Rundumblick so sehen. Und ich versuche gleich nochmal ein bisschen Manhattan auszuprobieren. Achtung! Und boah, das geht mir jetzt schon auf den Sack mit der Kamera immer hier. Jetzt nochmal die paar Klischeebilder von der Stadt. Hier hat dann auch direkt ein japanisches Kamerateam oder sowas seine Kameras aufgebaut. Macht jetzt einfach so die Fotos. Richtig schweren Arm dabei. Ich glaube, ich habe gerade meinen Traumjob gefunden. Und das ist Fensterputzer am World Trade Center. Das ist der winzige Punkt da hinten. Jetzt bin ich Downtown Manhattan und solche Fotos können einem echt noch mal Angst machen. Hier bin ich jetzt am Washington Square Park. Das ist immer da, wo dieses tolle Tor ist. Ich frage mal jemanden, ob der mir vielleicht helfen kann. Ah, da sitzt jemand. Warte mal. Excuse me, sir. Sorry. May I ask you something? Yeah. I'm doing some film and with photographs for some friends of mine. So, but it's I have to film me and take photographs simultaneously like this. And I'm looking for someone who can help me for the next about 2 hours or something. Could you do this for me? No, I have no time. Oh, please. No. Yeah, thank you.
Oh, there are some other people sitting here. Excuse me, please. Could I ask you something? I'm doing something where a film. I film around like this with a camera, and I have to take photographs simultaneously because it's some project for Germany. I come from Germany, but it's so much. My arms are like this. And I need someone who helps me a little bit for about an hour. So you're sitting. Are you waiting for someone? No, that's cool. So, okay. What's your name? Melissa. Melissa, I'm Andreas. Hi. Nice to meet you. Hi. So I stand over on this end and take. No, you stand in the back. Behind you. Yeah, behind me. So like this, uh-huh. And you just don't focus, just press. Oh no, but you have to take the photos in the other direction. So we stand back to back. Yeah. Okay, like this. Okay. So we tried. I tell the story in German, so I every time I say Melissa. Uh-huh. Okay. 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 First try. Uh-huh. So jetzt habe ich echt jemanden gefunden. Are you ready? Yeah. Okay, sie ist fertig und wir werden das jetzt einfach so zu zweit weitermachen. Melissa? Ah, that's cool. Right. That works. Jetzt sind wir hier irgendwie so langsam in Greenwich Village. Melissa ist immer noch mit dabei. Melissa? Was ich nämlich wollte, ist, diese komischen Dinger stehen hier manchmal rum. Das sind die, ich weiß nicht, was das ist, Melissa. Und das versteht sie anscheinend ganz gut. Und sie macht jetzt die Fotos. Und ich bin mal gespannt, was dann im Endeffekt bei rauskommt. Wir sind jetzt hier auf irgendeinem Platz und da stehen ein paar Figuren rum. Das sind Kunstwerke. Melissa! Und die sind von George Segal. Hier an dieser Stelle sieht man auch mal, dass die USA auch manchmal wie die DDR sind. Denn die Leute stehen always in einer Line, also in einer Schlange und warten auf tolle Sachen. Und das ist die Christopher Street. Das ist nämlich die Straße, wo der Christopher Street Day herkommt. Melissa? And Melissa? And Melissa? Perhaps there's a flower store. We could take this too. Melissa? And perhaps... I think that's enough. So, ja, jetzt wisst ihr, wo es herkommt und wir melden uns gleich wieder vom Wasser. How we go to the water now? Wir sind jetzt hier auf dem Pier, außerhalb von Manhattan. Es ist super windig. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen, zu sprechen. Ja, im Hintergrund seht ihr eine Flagge, Melissa. Und zwar sieht man hier natürlich wieder ganz deutlich, dass die Amis sind einfach super stolz auf ihre Flagge. Und dann ist da hinten auch noch irgendwo die Statue of Liberty. So Melissa, please. Thanks. And we have over there, oder wir sind da drüben, ist irgendwie Manhattan. Melissa? Okay. Und wir gehen jetzt einfach nochmal weiter in ein Area, einen Bereich, wo man nicht unbedingt reingehen sollte. Aber für euch tue ich alles und ich zeig's euch dann mal, wie das da aussieht. Wir sind hier in Harlem. Seht irgendwie so jede Menge Graffitis, Melissa. And over there, da hinten ist ein, liegt da auch jemand, der schläft da, Melissa. Der schläft da anscheinend. Und wie gesagt, also man sieht hier doch einiges, was hier so trashig ist. Hey guy, what's going on here? That's a nice camera you got there. What's okay. What you doing? We're just filming around a little bit, so. Oh, yeah. We shouldn't be filming around here. No, it's a pretty bad area. There's like, you know, it's pretty seedy here. Seedy? What's seedy? So I'm not No, it's just, it's not very good. You know, there's like bad people around here, man. You shouldn't, I don't know. There's a good place if you want to do some filming just down there a little bit. Down there? What the fuck, man? Come on! My camera, give me that! Stupid foreigner. What's he thinking? Oh, I'm not from here. I'm just filming in a bad area. But of course it is really good.
No one will care. Jeez. Go back to Poland, buddy. That's right. Easiest $300 I ever spent. Made. Hold on. Take it back. I can get $300 for you. That'll be enough. Jeez. What was he thinking? Like, what? Now he's gonna run to the cops. Be like, oh, Mr. Policeman, somebody took my camera. Please, can you help me? Oh, I don't know. We're just a bit busy right now with murders and stuff. Sure, we'll go right away and find your camera. Jeez. Whatever. What is this thing anyhow? A thing. Get the money from him. Do it or I will kill you, all right? Enough already. Yo, I'll tell you in a minute. Hey. You. Just listen to me. You do it now. Okay, good. What do you bring to me? Yo, check this shit, yo. I got the bomb. It's a bomb. Finally, you bring me something. What is this? Yo, what's this? Nikon, Sony. $300 to $500. It's a Nikon Sony. It's got all that shit. Look, it's got the buttons and shit. And it's got the, it's like turning on. I found from some fucking Polish guy. Was all. Jeez, Pop, what do you think about this? Look, I changed the camera. Look, how much you think you can get for this? I could probably sell it for $200-$300 or about $100. You get $20. What? You get this the fuck out of my office, sell it, $300, come back, pay me 50%. 50%? Where can I sell this 60. Thing? 60. Listen, bring it in or get the fuck out. Where should I take it? Yo, yo. Take it to Japan Market number 2 and they will hook you up. Alright, man, I'm out of here. This is where I wanna go. I got the place. So, I'll just put this here. 300. Thanks. Alright, thanks. Is that good? It's all fine. So. You sure? Is it a camera? Can I buy it? So how much is it? $200. $200? That's great. That's not expensive. So, oh my God. Oh, das ist wirklich ganz gut. Obwohl, ja, ich meine, ich muss sie zurückkaufen. It's a Sony, also it's a good brand. Yeah. Oh, ich brauche die unbedingt wieder. Ich habe die mir nur von Jason geliehen. Oh, but it's so geil. This is the camera. It really looks like the same one. Is it? Yeah, it's the same one I'm looking for. Oh my God. Do you take Visa cards? Sure. Yeah? Oh, cool. That's great. So I buy this. Okay. That's great. This is thanks. Cool. Okay. I think I can take it to. Sure. Oh, cool. Just remember to charge the battery. Ah, I have to do this. Oh, that's great. Thanks a lot. Have a nice evening. Bye. Enjoy. Cool. Hey, das ist ja wohl unglaublich. Wir haben die Kamera wieder. We got it. Oh my God. Oh, I'm so happy. Cool. Oh, fuck. War das ein Scheißtag. Oh. Das ist jetzt der letzte Gruß. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Es ist mittlerweile super spät, ich bin total im Arsch. Irgendwie, der Tag war ja auch wirklich ziemlich strange. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe irgendwie $200 verloren, aber ja, scheiß drauf. Ich meine, ich habe die Kamera zurück und der Film war noch drin. Also, ja, ich verabschiede mich dann.